infinite power. Yo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Penumbra Necrolog. Ja, in der letzten Folge sind wir hier ja stehen geblieben. Und ja, ich starte mal meinen Timer am besten gleich. So, gut, dann geht es sich auch instant weiter. Aha. Okay, dann werden wir uns aber... Okay, gut, scheiß drauf, machen wir mal... Was ist das? Das ist wahrscheinlich dieses Ding hier. Ich glaube, es ist ja gleich ein bisschen zu laut. Das ist ein Artefakt, das kann ich nicht aufheben. Ein Safe Point, den ich nicht benutzen kann. Etwas, was ich auch nicht benutzen kann. Kann ich nicht benutzen. Und eines der Ausstellungsstücke wird vermisst. Wo ist es? Gute Frage, nächste Frage. Ich habe... Oh, doch, ich kann es nehmen. Aber wenn ich dieses Ausstück nehme, werde ich möglicherweise eingesperrt, oder? Funktioniert nicht. Okay. Hier ist eine Tür Storage. Der hier geht nicht auf. Vielleicht kann ich den irgendwie aufmachen. Denn die Archive tiefere Weg wird mit automatischen Türen blockiert. Sie werden sich ohne Elektrizität nicht öffnen. Na, dann werden wir noch mal Elektrizität haben. Schauen wir mal. Funktioniert nicht. Warum geht das nicht? Muss ich zurück? Nein. Ich muss, glaube ich, unmöglich zurück. Ich kann hier auch nichts aufheben oder so. Oh, doch, kann ich. Sphäre. Ich habe niemals versucht, die Juwelen in London anzufassen. Aber hier... Nur weil es keine Sicherheitsdienst mehr gibt, hast du kein Recht, alles anzufassen, weißt du? Hier sind überall Kameras installiert. Schau, was du angerichtet hast. Was habe ich jetzt hier? Eine komische Metallkugel. Hm. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Ich komme nicht raus! Benutzt die Fähre! Was auch immer. Oh fuck. Gas. Okay, das ist ganz schlecht, wenn wir da drauf gehen. Da, ja, mach drauf. So, okay, keine Ahnung. Vielleicht sollten wir hier echt, ja, sollten wir hier mal rauskommen. Aber ich weiß nicht wie. Ist hier irgendwo irgendwas, was ich... Alter, ich steig da doch jetzt mal drauf. Scheiß Gas. Ah! Moment, da war doch gerade was. Ah! Okay, was hat das jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Hat das vielleicht irgendwo eine Tür geöffnet? Wo? Hier ist auch nirgend sowas. Warte. Nein, ich bin schon wieder drauf gekommen, Freunde. Ich bin schon wieder drauf gekommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich jetzt hier rauskomme.
Jo, Freunde, ich würde sagen, ich schau mal wieder nach einem Walkthrough nach, Freunde. Fängt echt gut an. Ich nehme gerade 5 Minuten auf oder 6. Und schon beginnt es wieder Walkthrough nach schon. Also Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao. Okay, Freunde, hier bin ich auch schon wieder zurück. Ja, ich starte jetzt hier mal den Timer weiter. So, Freunde, ich habe jetzt mich einfach in diesem Raum getötet mit diesem Gas. Und ja, jetzt habe ich hier diese 2 Artefakte hier mitgenommen. Ich weiß nicht, was ich damit dann mache. Und ja, ich habe bemerkt, dass man hier, glaube ich, ja, hier kann man einfach die Tür so aufziehen, aufreißen oder so. Hier haben wir ein Buch. Ja, als ob ich das alles lese, leck mich doch. Medizinische Droge. Jetzt sind wir auf Drogen. Das ist ja mega. Nice. Es wird entweder verschlossen oder es ist verklemmt. Auf jede Weise bin ich nicht dabei durchzukommen. Ach. Ah, nicht verschlossen? Aber hier ist auch nichts, glaube ich. Nee, hier ist nichts. Hier geht's auch nicht durch. Röntgenstrahlgenerator. Radiation ist das letzte Ding, das ich brauche. Sicherung. Da habe ich noch eine. Hä? Jetzt habe ich 2 Sicherungen. Oh, da hat's gerade kurz geleckt. Ich habe das Licht ausgemacht. Hier. Es wird von der anderen Seite blockiert. Geil! Wie komme ich jetzt hier raus?
Nein! Oh, schon wieder ein Alter. Das regt mich so auf, weißt du. Das Spiel regt mich so auf, schon wieder eine Batterie verschwendet. Ich glaube, ich kotze ins Essen. Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein, Alter. Das ist echt nicht wahr, Mann. Das geht echt gar nicht hier. Scheiß Spiel. So. Jetzt müssen wir hier lang und dann so und dann so und dann so und dann noch hier lang und dann bla bla bla. Gehen wir wieder alles zurück. La 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 und la la la. So. Und was ist das? Nur ein Stromkasten. So. Das gibt's echt nicht. Da drücke ich einmal Doppelklick. Mach einmal Doppelklick, ja? Funktioniert's nicht, denke ich so. Dann erst funktioniert es nach 2 Sekunden oder so. Und da drücke ich nochmal, wird die Batterie noch einmal aufgefüllt. Mann, dieses Spiel ist so scheiße. Nee, ist es nicht. Aber es ist trotzdem langweilig. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Pfeil. Was meint der jetzt mit Pfeil? Moment. Ich laufe hier gerade völlig falsch. Hallo, mach auf! Danke. Hier drin waren wir schon. Hier drin waren wir, glaube ich, auch schon. Da haben wir alles durchsucht. Ja. Hier waren wir tatsächlich schon. Schusch. Alles klar, ich gehe einfach hier rein, ohne zu wissen, was es ist. Dann bringt mich der Generator an. Generator Room. Generator Room. Ich glaube, wir müssen tatsächlich in den Generator Room. Bla 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 bla. Sie wird ohne Elektrizität nicht öffnen. Ich muss die Schlüsselkarte finden. Nur den Sensor, um in Sicherheitszone zu kommen. Hä? Steht ja auch irgendwas vom Passwort. Habt ihr schon mal irgendwas von einem Passwort gehört? Nein. Passwörter. Generator 8643. Also 864. Ja! Und ab in den Generatorraum. Mal sehen, was wir dort finden. Fief! So, weiter geht's. Loading. Vor allem Loading ist Englisch, Alter. Und das ist ein deutsches Spiel. Ja, nicht ganz, aber eigentlich ist es eine deutsche, komplett deutsche Übersetzung. Alle Stimmen sind verändert. Ja, da sind wir doch tatsächlich im Generatorraum. Juhu. Ich bin mit der Flasche. Okay, wo bin ich denn hier? So, wenn wir erstmal hier reingucken. Was gibt's denn hier so alles? Nix. Was für ein Shit. Oh ja, da haben wir noch einen Spind. Vielleicht können wir da schon was finden. Nö! Nix drin. Lichtschalter. Und man hört wieder komische Stimmen. Wie viele Sicherungen gibt es denn hier eigentlich? Jetzt habe ich schon 3 Stück. So. Na gut, immerhin haben wir jetzt die Sicherung gefunden. Dann geht's jetzt weiter. Hier haben wir nur... Okay. Gut, eigentlich lohnt es sich gar nicht, diese Teile aufzuöffnen. Aufzuöffnen, vor allen Dingen aufzuöffnen. Ich bin gut in Deutsch. Viel Spaß. Doch bin ich. So. Kommen wir auch schon hier rein. Okay. Ah, Schmerzmittel, sehr schön. Hallo? Ja. Was haben wir da noch? Nix mehr. Was war das jetzt schon wieder? Also, falls ihr nichts seht, ich hoffe, dass ihr was seht. Ich mache mal kurz Flashlight aus. Was ist Flashlight? Taschenarbeit, ne?
Warte mal kurz aus. Oder wieder an. Und aus. Und an. Und aus. An, aus. An, aus. An. Was gibt's da noch? Ein Betonmischer im Generatorraum. Sehr gut. Mein Handy geht gleich aus. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Noch 5 Minuten oder so. Eine Gasmaske. Hm. Was ist... Hallo? Ja, da ist mein Handy wieder ausgegangen, Mann. Ich will nicht, dass mein Handy ausgeht. Schließlich will ich noch auf die Zeit achten hier. So. Nix. Das Ding wird zerstören. Da ist wahrscheinlich nix drinnen. Okay, und wir haben eine Gasmaske gefunden. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was wir damit anfangen sollen. Ja, bisher haben wir kaum Gas getroffen. Ein riesiger Generator, wie damals in den Minen, aber ich kann das Bedienungsfeld nirgends sehen. Wie damals in den Minen, richtig. Genau wie beim ersten Teil von Penumbra hier. Tja. Nee, da war ich gerade eben. Gehen wir mal darauf, vielleicht ist da oben noch irgendwas Nützliches. Okay. Was haben wir hier? Nichts, nicht, also nichts. Ich glaube, dass ich etwas mit dem Generator davor tun muss. Ja, das glaube ich auch. Weil... Okay. Nix. Sieht aus, dass ich auf diesem Computer nicht zählen sollte. Ich werde es manuell konfigurieren müssen. Hm. Lustig. Gut, speichern wir es mal. Jetzt gibt es zwei von ihnen. Sie sind so nah, aber sie sehen einander nicht. Etwas hindert mich, zu ihnen aufzuschreien. Nö. Vielleicht muss ich zum... Hier, was gibt's hier? Oh. So ist das also. Es sagt hier, dass ein Notstromnetz nur im Falle eines kompletten Ausfalls im Hauptgenerator aktiviert wird. In welche Richtung? Ah, okay. Damit öffnen wir jetzt also diese Luke. Warte mal, hier sind noch drei Dinge. Das bedeutet, hier muss ich doch Sicherungen reinmachen, oder? Nee. Und deshalb klettern wir erstmal hier runter. So. Okay. Elektrizität hatte ich noch nie gebraucht. Ich musste mich aber auch noch nie mit so etwas befassen. Warum gibt es keine magischen Knöpfe in solchen Momenten? Du müsstest nur einen Knopf drücken und alles funktioniert. Aber warte. Aber warte. Da ist er! Drück den Knopf. Nö. Ich schaue mich erstmal um. Was ist das? Aha, okay. Hier haben wir so einen... Okay. Also ich werde den Knopf erstmal nicht drücken vielleicht. Oh, warte mal. Hier könnten noch drei Sicherungen reinpassen. Ja! Nice! Okay, Sicherungen sind auch drin. Oh Gott, das kann jetzt wieder was werden hier. Mich doch. Okay, Freunde. Ich wusste nicht, wie ich das gerade geschafft habe, ja? Das war total random. Ich habe einfach irgendeinen Knopf gedrückt. Ich schwöre es euch, Leute. Ich habe heute nicht nach einem Walkthrough geschaut. Wirklich nicht. Ich schwöre es euch. Okay, vielleicht ein bisschen, ja, weil ich nicht genau wusste, wie man aus einem Raum wieder rauskommt. Aber, ich habe einfach nicht weitergeschaut. Ich schwöre es euch. Ich habe nicht nachgeschaut, wie man das hier schafft. Ich schwöre es euch. Ich
weiß nicht, wie ich es euch beweisen soll, aber auf jeden Fall ist es so. So, drücken wir mal den Knopf. Und nichts passierte. Wenn du nur dein Gesicht sehen könntest. Alles klar, was war das denn? Okay, egal. Gehen wir da raus hier, würde ich sagen. Wir haben jetzt hier, glaube ich, alles geschafft. Ich glaube, jetzt haben wir Strom. Was mache ich hiermit? Oh, ich glaube, ich habe gerade die Luke geschlossen. Dann machen wir wieder auf. Ach Gott, jetzt mach doch die scheiß Luke auf. Was ist denn los mit dir? Ja, jetzt hatte ich tatsächlich die Luke zugemacht. So, da bin ich ja schon wieder oben hier. So, okay, Freunde. Das war es dann auch schon hier mit dem Timer. Haben jetzt im einen Part hier noch den Generator angeschmissen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es dann hier wieder weiter. Ich werde jetzt noch mal kurz abspeichern. Okay, Freunde, gut. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Und bis dahin, ciao.